Niklas Mannes, Glückwunsch zum Sieg und zu deinem ersten Tor bei einer WM. Wie fühlt es sich für dich an? Ja, danke. Erstmal, es war ein gutes Spiel. Wir haben eine gute Teamleistung gezeigt und deswegen würde ich sagen, auch sehr verdient gewonnen. Klar, das mit dem Tor war super persönlich, aber unsere Ziele sind erstmal, dass wir mit dem Team gewinnen und unser Bestes geben von Spiel zu Spiel. Es ist auch deine erste WM, also für dich die erste WM. Wie war der Turnierstart für dich insgesamt so mit dem Team und gegen Kasachstan jetzt zu spielen? Ja, also ich finde, das ist nicht so besonders jetzt das Team, da fühle ich mich total wohl. Wir sind echt eine super Truppe und wir fühlen uns gut. Ja, die Vorbereitung war gut, also wir sind top vorbereitet und ich fühle mich einfach wohl im Team. Sehe ich das richtig, dass ihr nach dem 2-1 etwas eingebrochen seid, etwas geschockt wart und die Ordnung verloren habt? Und wie habt ihr es geschafft, euch da wieder rauszureißen? Ja, das kann schon sein. Wir haben ein paar Chancen zugelassen, aber wir haben gleichzeitig auch vorne wieder Chancen uns erarbeitet. Und wir haben wirklich heute hart gespielt. Wir haben viele Scheiben zum Tor gebracht. Und auch wenn nicht jeder Schuss reingegangen ist, haben wir, denke ich mal, am Ende verdient gewonnen. Noch was zu dir persönlich. Du bist in dieser Saison für 4 verschiedene Teams lizenziert, bist auch für alle schon zum Einsatz gekommen. Ja. Wo hältst du dich am meisten eigentlich dann auf? Düsseldorf, Essen oder Bad Nauheim? Jetzt momentan in Bad Nauheim. Und wie schafft man das so, ja, mental und auch vor allem auch zeitlich, so zwischen den 4 Teams im Prinzip zu pendeln? Ach, das ist nicht so schwer. Ich meine, im Endeffekt geht es nur um Eishockey und ob ich jetzt in Nauheim, in Essen oder sonst wo bin, gespielt wird und am Ende ist es auch nur Eishockey. Gut, aber du hast dann 4 verschiedene Trainer. Ja, klar, aber ich meine, ich mache es wegen des Spaßes und das sollte auch das Ziel eines jeden sein und deswegen macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich für Essen, Nauheim, Düsseldorf, nochmal Düsseldorf oder hier in der Nationalmannschaft spiele. Und wie bist du insgesamt mit deiner Entwicklung bisher zufrieden? Ja, es läuft wirklich gut. Ich bin zufrieden. Ich muss jetzt jeden Tag weiter hart arbeiten. Morgen ist der nächste Tag und morgen können wir den nächsten Schritt machen. Und ja. Dann wünschen wir euch weiter, dass es so gut läuft wie heute. Danke. Danke.